6. September, 7.07 Uhr. Strafanstalt, Besucherraum. Oje, Sie haben die arme Maya wie eine Kriminelle eingesperrt. Oh, Sie sind's, der Anwalt. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sieht sehr müde aus. Werden Sie mein Anwalt sein? Gut, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Sie haben die Wahl, selbstverständlich, oder tut mir leid, keine Chance. Naja, sagen wir erstmal, sie hat die Wahl. Ja, ist ja nun mal so. Ich sag's besser direkt. Sie haben die Wahl. Die Wahl? Ja, ich denke nicht, dass ich darüber entscheiden sollte. Immerhin sind Sie diejenige, die in Schwierigkeiten steckt. Die werden mir niemals glauben, nicht wahr? Sogar Sie, als Sie mich im Büro fanden, Sie sahen mich an, als hätte ich es getan. Habe ich Sie so angeschaut? Nein, nein, ich habe nie gedacht... Schon gut, ich verstehe schon. Und ich habe auch von Ihnen gehört. Gehört? Was haben Sie denn über mich gehört? Ich habe neulich mit meiner Schwester telefoniert. Heute hatte mein Juniorpartner seinen ersten Auftritt vor Gericht. Wow, echt? Wie ist das gelaufen? Es war einfach großartig. Ehrlich, ich war die ganze Zeit über angespannt. Ist schon eine Weile her. Ha, also ist er mit wehenden Fahnen untergegangen? Er ist ein Genie. Einer von den Typen, die die Bösen das Fürchten lehren. Das Einzige, was ihm fehlt, ist Erfahrung. Hey, klingt, als ob du dich prächtig amüsiert hättest. Immerhin weiß ich jetzt, zu wem ich gehe, sollte ich je in Schwierigkeiten geraten. Ich weiß nicht, Maya. Ich denke, du sollst besser warten. Lass ihm noch 3 Jahre Zeit. Es sei denn, du willst für schuldig befunden werden. Das hat sie gesagt. Ja. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Nein, schon gut. Ich denke, es stimmt. Trotzdem, ich kann nicht da sitzen und zusehen. Wenn ich an die Person denke, wenn ich an die Person denke, die Mia das angetan hat. Ich weiß. Da gibt es noch etwas, das ich fragen wollte. Ja? Was hat es mit ihrer Kleidung auf sich? Ach, die? Das ist die typische Kleidung von uns Akolyten. Eine Uniform, könnte man sagen. Akolyten? Leute in religiöser Ausbildung? Was genau hat es mit ihnen zu tun? Och, das ist nichts Besonderes. Ich bin ein Medium in der Ausbildung. Medium? Bei mir würde das als etwas Besonderes gelten. Also sind Sie ein Akolyt. Ein Medium in der Ausbildung. Genau. Die Frauen der Familie Fee waren schon immer sehr mit der Geisterwelt verbunden. Moment, Sie sagten Familie Fee? Also hatte Mia auch damit zu tun? Natürlich. Sie verließ den Berg, um ihrer Karriere zu folgen, wie sie sagte. Ihre Kräfte waren ebenfalls hervorragend. Das wusste ich nicht. Warten Sie. Was ist denn? Sie sind also ein richtiges Medium? Mit übernatürlicher Wahrnehmung und all dem? Ja, in der Ausbildung. Nun, dann könnten Sie doch mit Mias Geist Kontakt aufnehmen, oder? Dann könnten wir sie einfach fragen, wer sie getötet hat. Entschuldigung, ich bin noch in der Ausbildung. Auf diesem Niveau kann ich noch nichts machen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Können Sie mir Näheres vom Tag des Mordes sagen? Ja, mal sehen. An dem Morgen hatte ich meine Schwester angerufen. Sie bat mich, ein Beweisstück für einen ihrer Prozesse aufzubewahren. Ein Beweisstück? Ja, eine Uhr, die aussieht wie der Denker. Die Larry gemacht hat. Wie kann die denn ein Beweisstück in einem Prozess sein? Ja, richtig. Sie hatte was erwähnt. Jetzt weiß ich's wieder. Wollen Sie es von ihr selbst hören? Von ihr selbst? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gespräch noch auf meinem Handy ist. Sie haben es aufgenommen? Ja, ich habe vergessen, wie man solche Sachen löscht. Sie sagten, Sie hätten Ihr Gespräch mit Ihrer Schwester auf Ihrem Handy aufgezeichnet. Kann ich es mal hören? Einverstanden. Oh, da fällt mir ein, dass dieser Kommissar mein Handy mitgenommen hat. Tut mir leid. Oh, ja, natürlich. Wenn ich Inspektor Gamschuh das nächste Mal treffe, frage ich ihn danach.
Ich schreibe Ihnen eine kleine Notiz, damit Sie das nicht vergessen, okay? Ja, sicher, danke. Meyers Notizen zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja, stimmt was nicht? Ich frage mich nur, könnte ich Sie um einen Gefallen bitten? Das ist die Adresse eines berühmten Anwalts. Meine Schwester hat sie mir vor langer Zeit gegeben. Sie hat gesagt, dass ich ihn anrufen soll, falls ich jemals in Schwierigkeiten gerate. Und nun, ich stecke in Schwierigkeiten. Könnten Sie ihn vielleicht fragen, ob er mich vertreten könnte? Klar, wieso nicht? Ich werde ihn fragen. Vielen, vielen Dank. Ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Und was ist mit Ihren Eltern? Ich verstehe. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich drum. Vielen Dank. Die Verhandlung ist morgen, um 10 Uhr. Was? Morgen? Morgen. Was ist, wenn dieser Typ ablehnt? Sie sagten, wenn ich niemanden finde, wählt der Staat einen Verteidiger für mich. Bis wann haben Sie Zeit dafür? Bis heute Nachmittag, 16 Uhr. Aber die Besuchszeit ist fast vorbei. Ich sollte mich beeilen. Gut, ich bin bald wieder da. So, nebenbei ist hier kein Häkchen. Also immer wenn da ein Häkchen ist, dann haben wir praktisch da alles gehört. Aber wenn da noch kein Häkchen ist, dann kann es sein, dass sie da noch ein weiteres Detail irgendwie verrät. Deswegen klicken wir das jetzt einfach nochmal an, der Tag des Mordes. Können Sie mir vom Tag des Mordes erzählen? Tut mir leid, ich weiß, dass es schwer für Sie sein muss. Nein, das ist schon in Ordnung. In den letzten Stunden habe ich nichts anderes getan, als darüber zu reden. Ich habe mich daran gewöhnt. Mal sehen. An dem Morgen rief mich meine Schwester an. Sie bat mich, ein Beweisstück für einen ihrer Prozesse aufzubewahren. Das ist die Uhr der Denker, die Larry gemacht hat. Das macht es fast schon zu einem Serienmord. Wann sind Sie im Büro angekommen? Das war so gegen 21 Uhr. Und das Licht war aus und es roch nach Blut. Dann habe ich sie gefunden, meine Schwester. Danke, Maya. Das ist alles, was ich im Moment von Ihnen hören wollte. Alles klar. So, dann haben wir hier an dieser Stelle erstmal alles gemacht. Deswegen gehen wir jetzt mal direkt zur Anwaltskanzlei Großberg und hoffen, dass wir ja den Typen dazu überreden können, Maya zu vertreten. 6. September. Anwaltskanzlei Großberg. Die Vorzimmerdame sagte, der Chef sei außer Haus. Sie konnte mir nicht sagen, wann er wiederkommt. Es ist bestimmt nicht leicht, sich um alles zu kümmern, wenn man ein berühmter Anwalt ist. Nicht zu vergessen, der Aufwand, eine solche Kanzlei zu unterhalten. Ich schätze, ich sollte einfach später wiederkommen. Joa, nebenbei könnten wir noch die einzelnen Sachen hier untersuchen. Zum Beispiel das Gemälde hier. Dieses Bild hat mich vom ersten Moment an gestört, als ich das Büro betrat. Die Ölfarbe ist so dick aufgetragen, dass ich fast keine Luft kriege. Ich schätze, bei seinem Wert bleibt einem auch die Luft weg. Und das Bücherregal. Teuer aussehende Regale aus Mahagoni, voller teuer aussehender Bücher. Komisch. Die sehen nicht aus, als wären sie je gelesen worden. Schreibtisch. Ein solider Schreibtisch aus Mahagoni. Das aufpolierte Holz weist einen tiefen Glanz auf. Und hier vorne noch. Ein Tisch für Klienten. Ein elegantes Ebenholz-Etui und, wenn ich nicht irre, ein Feuerzeug aus massivem Gold. Man könnte sagen, hier hat jemand zu viel Geld. Ja, aber mehr interessante Dinge können wir leider nicht machen. Deswegen gehen wir mal. Und zwar gehen wir jetzt spaßeshalber mal zum Tatort. Nämlich in die Anwaltskanzlei Fay und Partner. 6. September. Anwaltskanzlei Fay und Partner. Das Büro wimmelt von Polizisten. Alle suchen fleißig nach Spuren. Hey, sieh da! Dies ist ein Tatort, Freundchen. Betreten verboten. Entschuldigung, kenne ich Sie nicht irgendwoher? Warten Sie, Sie sind dieser Butz, nicht wahr? Nein! Nein, Phoenix Wright! Wie kann man mich nur mit Larry verwechseln? Ah, schätze, ich habe den Namen verwechselt, Herr Wright. Tut mir leid. Dieser Butz, das war ein Mörder. Und Sie sind kein Mörder, stimmt's? Seine Unschuld wurde bewiesen. Genau. Und Sie sind Inspektor Gumshoe, Inspektor Suitshoes, Inspektor Gumtree. Ja, erlauben wir uns mal den Spaß, würde ich sagen, ne? Der gute Inspektor Gumtree. Gumtree, nicht wahr? Inspektor Gumtree? Gumtree? Gummi wächst nicht auf Bäumen, Freundchen.
Und ich habe hier das Sagen, also fordern Sie Ihr Glück nicht heraus. Wie Sie meinen, Inspektor. Wie dem auch sei, Vorsicht mit meinem Namen. Und bilden Sie sich ja nicht ein, mich Dick nennen zu dürfen. Hey, Dick, komm mal rüber. Jawohl, bin gleich wieder da. Sie sind ja Anwalt, richtig, Freundchen? Wenn Sie hier was zu erledigen haben, machen Sie es besser schnell. Mann, er denkt, ich bin Mayas Anwalt. Gut, reden wir mal mit dem guten Inspektor. Was Frau Fee betrifft, haben Sie eine Autopsie angeordnet? Sie möchten wohl gerne die Ergebnisse sehen, oder? Schauen Sie mich bloß nicht so an, mein Bester. Das bringt gar nichts. Sie war vielleicht Ihr Boss, deshalb bekommen Sie aber keine Sonderbehandlung. Ja, also gut, Sie können den Bericht sehen, aber mehr nicht. Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzufügt. Wegen Maya. Oh ja, ich freue mich schon auf den Prozess. Tut mir leid, mein Bester, aber diesen Prozess werden Sie nicht gewinnen. Warum sagen Sie das? Die Stadt hat Staatsanwalt Edgeworth die Anklage übertragen. Edgeworth. Sie wissen sicherlich, was es bedeutet. Sie sind ja selbst Anwalt. Staatsanwalt Edgeworth. Genau der, mein Bester. Herr Miles Edgeworth höchstpersönlich. Moment mal, Sie kennen ihn doch, oder? Natürlich. Ich kenne ihn. Gefürchteter Staatsanwalt. Kennt weder Schmerz noch Gewissensbisse. Er wird nicht eher ruhen, bis das Urteil schuldig lautet. Hey, reden Sie nicht so über ihn. Klingt ja so, als wäre er ein Unmensch. Trotzdem fürchte ich, dass der Fall somit weitgehend entschieden ist. So, Edgeworth ist mit von der Partie. Er hat keinen Fall verloren, seit er mit gerade mal 20 Staatsanwalt wurde. Es gibt natürlich Gerüchte über dunkle Abmachungen, gefälschte Beweise. Sicher ist nur eins, sein Aufwand leidenschaftlicher Hass gegen Verbrechen. Ich hätte nie gedacht, ihm schon so schnell gegenüberzustehen. So, gesprächsmäßig haben wir damit jetzt praktisch alles abgehakt, aber wir können dem Herrn Inspektor natürlich noch diverse Sachen präsentieren. Und mal schauen, was er dann dazu sagt, denn das ist immer wieder wichtig. Also wenn ihr nicht weiter wisst in dem Spiel, beziehungsweise nicht weiterkommt, präsentiert den Leuten einfach alle möglichen Sachen und provoziert alle möglichen Gespräche. Irgendwie geht's dann eben immer weiter. So, Anwaltsmarke. Wie war das? Tut mir leid, Junge. Für Leute wie Sie habe ich keine Informationen. So, können wir auch mal ins Detail gehen. Niemand würde glauben, dass ich Anwalt bin, wenn ich das hier nicht dabei hätte. Tja. Der Denker, die Mordwaffe, sieht aus wie eine Statue, ist aber eine Uhr von Larry Butz gemacht. Präsentieren wir mal. Ich frage mich, ob Sie vielleicht etwas über das hier wissen. Diese Statue? Das ist die Mordwaffe. Nanu? Er glaubt auch, dass die Uhr bloß eine Statue ist. Ich wünsche mir langsam, ich hätte dieses Ding nie zu Gesicht bekommen. Die Glasscherben. Die zerbrochenen Überreste einer Stehlampe aus Glas. Nicht mehr wiederzuerkennen. Am Tatort wurde zerbrochenes Glas gefunden, richtig? Ach das? Sieht so aus, als wäre eine gläserne Stehlampe neben dem Opfer umgefallen. Die Glasscherben waren Stücke der zerbrochenen Lampe. Und die Quittung? Einkaufsquittung mit einem blutgeschriebenen Buchstaben auf der Rückseite. Da war doch ein Stück Papier neben dem Opfer, oder? Ja, auf dem der Name der Mörderin stand. Sind Sie sicher, dass Mia es selbst geschrieben hat? Der Schrift nach ist es schwer zu beurteilen, ob es ihre Handschrift ist oder nicht. Also gibt es keinen Beweis, dass Mia es geschrieben hat. Mayas Notizen. Auf meinem Handy ist ein aufgezeichnetes Gespräch mit meiner Schwester. Genau, danach sollten wir den Inspektor fragen. Also, präsentieren wir mal.